Swiss Volley Awards 2015. Das Highlight hier an den Schweizer Meisterschaften im Beachvolleyball auf dem Bundesplatz in Bern. Es war eine lange Saison mit 6 Go-Beachtour-Turnieren, mit zahlreichen CEF-Turnieren, internationalen Nachwuchsturnieren und FRB World Tour-Turnieren. Wir zeichnen heute hier im Rahmen der Beachvolleyball-Schweizer Meisterschaften die besten Nachwuchsspieler sowie die wertvollsten Spieler von ihrem Geschlecht aus. Gewählt sind die Spielerinnen und Spieler durch Nationaltrainer von Swiss Volley und allen Spielerinnen und Spielern von der Go Beach Tour. Als erstes will ich hier auf dem Bundesplatz unter einem grossen Applaus unsere drei Preisübergeber begrüßen. Zum einen ist das Bettina Hoffner, sie ist Projektleiterin, Sponsorin Go. Der Werner Augsburger, Geschäftsführer von Swiss Volley. Und last but not least, der Philipp Sachser, Direktor vom Beachvolleyball bei Swiss Volley. Präsentiert von Coop, belohnt aktuell größte Nachwuchshoffnung und geht bei den Damen in dem Jahr als erfolgreiche Nachwuchstalent Laura Calvoni. Ihres Motto, Plan, Zahn und Siegte. Zum ersten Mal ist sie in Rorschach auf der Coop-Mitschule mit dabei gewesen und gerade auf den vierten Platz aufgestoßen. Die 21-Jährige besticht durch ihre Athletik im Angriff und hat definitiv viel Potenzial. An der U22-EM in Portugal hat sie zusammen mit der Dunja Gerson den guten 50. Rang erspielt. Der Coop Youngster of the Year Award wird übergeben durch Bettina Hoffner, der Projektleiterin, Sponsorin Foco. Werner Augsburger, Geschäftsführer von Swiss Volley, überreicht unserem Youngster of the Year, der Laura Calvoni, ein kleines Präsent, ein Mandelbärli für Laura Calvoni. Jetzt werden wir sie selbstverständlich noch hören, die Youngster of the Year, Laura, auf dem grossen Stuhl. Du bist über das Indoor zum Beach gekommen. Das erste Go-Beach-Tour-Turnier erst vor 2 Wochen gehabt, gerade ins kleine Finale für den 4. Platz. Ziemlich steil Aufstieg. Ja, es war mega cool. Ich habe Glück gehabt, Tanja mich gefragt, weil Tanja dort U21-SM mit der Serena gespielt hat. Und ich habe es mega cool gefunden, hat sie mich gefragt und dann hat es irgendwie funktioniert und muss ich gehen. Dort hat es sehr, sehr gut funktioniert. Hier in Bern allein nicht optimal. Aber was ist es gelungen? Ja, wir sind das erste Spiel haben wir gegen Tarin und Myrika. Und sie sind halt recht stark, recht gute Defense-Spielerinnen beide. Sie haben es stark gemacht. Wir haben dort ohne Druck spielen und dann heute gegen Leslie und Saskia sind sehr gut gespielt, wirklich sehr gut gespielt. Und wir haben nicht so souverän gespielt. Jetzt so ein Preis ist eine Bestätigung für eine harte Arbeit im Training, für den Erfolg bei den Turnieren. Was bedeutet der Coop Youngster of the Year Award dir, Laura? Ja, sehr viel. Ich hätte es nicht gedacht. Ich habe eine super Saison gehabt mit der Fabienne Geigers. Auch da. Und es war mega cool die ganze Saison. Und jetzt auch das Abschluss ist wirklich super. Und natürlich Motivation für da, wo noch kommt. Also, wir freuen uns auf das, wovon wir verabschieden Laura Calvoni als Youngster of the Year von dieser Saison. The Year Award präsentiert Foco. Belohnt auch bei den Herren die aktuell größte Nachwuchshoffnung und geht in diesem Jahr als riesen Nachwuchstalent Michiel Sandbergen. Der 20-jährige Zürcher, wir wissen immer wieder, sein grosses Talent und Potenzial. Athlet
athletisch und physisch hat er die perfekten Voraussetzungen. Der Zürcher hat mit seinem Partner, mit dem Content-Wettkampf bei der Co-Pistur in Basel den dritten Platz erreicht und an der U22 EM den hervorragenden 9. Platz. Selbstverständlich gibt es auch hier den grossen Youngster of the Year Award überreicht von der Bettina Hoffner, der Projektleiterin Foco. Werner Augsburger, der Geschäftsführer von Swiss Volley, überreicht auch hier die feinen Wandelbändchen von der Stadt Bern. Michi, wenn man dich hier auf dem Stuhl sieht, ich bin 1,94 m, du 2,02 m. Man sieht den grossen Unterschied nicht. Du hast ein riesen physisches Potenzial. Jetzt sehen wir es. Er ist nicht nur gross, er hat auch eine riesen Sprungkraft. 1,41 m aus dem Stand, habe ich mir gehört sagen lassen, in Kloten. Genetisch einfach ein riesen Glück gehabt. Ja, in dem Fall, ja. Merci, Erika, merci vielmals. Danke. Viele müssen ja gar nicht. Ja, da. Eltern sind selbstverständlich wichtig in so einem Sport. Nicht nur Genetik, auch eben an Turnier fahren etc. Fähne. Du hast auch den Holländer und den Schweizer Pass. Du hast dich momentan entschieden, für die, in der Schweiz zu spielen oder für die Schweiz zu spielen. Aus welchem Grund oder was war der Ausschlag dafür? Ja, ich bin in der Schweiz geboren, fühle mich als Schweizer. Ich komme vielleicht einmal pro Jahr nach Holland, aber ja, da werde ich super unterstützt. Und, ja. Darum habe ich mich für die Schweiz entschieden. Sind wir natürlich froh, dass du dich für die Schweiz entschieden hast. Viele Beachvolleyballer reisen im Juli nach Gstaad, sicher auch du schon da warst, am Major-Turnier. Als kleiner Schweizer Spieler, respektive klein, also mit 2,02 m. Wo schaust du her, an welche grossen internationalen Stars? Wer ist dein Vorbild? Ja, natürlich der Thalhauser, oder? Der ist ein sehr grosses Vorbild. Ja, es gibt viele Spieler. Der Thalhauser ist ja auch Schweizer fast, er ist in der Schweiz geboren, oder? Vielleicht darum so. Also wir drücken dir Daumen auf dem Weg ganz nach oben bis nach Gstaad, ganz oben auf das Podest. Die Youngster of the Year, Michiel Zandbergen. Most Valuable Player, präsentiert von Under Armour, belohnt wertvollste Schweizer Spielerin von dieser Saison. Die Beachvolleyballerin, die an diversen Turnieren im Sondermaß überzeugt hat, ist Danuk Wesche-Depke. Zum Juniorenzeiten hat sie für Furore gesorgt, U21 Ballmeisterin sie geworden. Und die heute 23-Jährige hat extremes Potenzial. Das hat sie ja zusammen mit der Isa vorher bewiesen. Die Saison hat sie im 5. Rang sowie 2 9. Platz auf der FRAB World Tour gegeben. Der MVP Woman Award von Under Armour wird überreicht durch Philipp Sachser, den Direktor von Beachvolleyball Swiss Volley. Der grossen Überrechte Werner Augsburger und Bettina Hoffner. Nicht Mandelbärli, sondern hier gibt es einen feinen Champis für unsere MVP, die wertvollste Spielerin von dieser Saison. Danuk, wer steht dort? Weltmeisterin geworden 2012. Jetzt näherst du dich immer näher an der Weltspitze der Elite. Wie schwer ist der Sprung von der Juniorenbühne auf die internationale Elitebühne? Ja, es ist ein langer Weg. Ich habe selber auch erfahren, dass es sehr viel Geduld braucht. Es ist wirklich in allen Bereichen, mental, physisch, sich nochmal völlig etwas anderes und technisch. Ich denke, ich habe viel Erfolg in dem Sport und wir sind immer noch weiter weg. Ich bin ganz hoch und ich arbeite noch jeden Tag. Das ist ein gutes Stichwort, du hast noch viel vor. Wenn man auf 2016 schaut,
zuerst Heim-EM in Biel und dann Olympische Spiele in Rio. Wie weit weg sind Sie noch oder sind Sie schon ziemlich präsent? Ja, ich versuche wirklich nicht immer das Beste daran zu denken. Es ist mega schön, dass wir den Beachvolleyball so prominent in der Schweiz haben mit Biel, mit der EM. Ich denke, die Olympischen Spiele ist mein grösstes Ziel jetzt mit der ISA zusammen. Und ja, gleich muss man sich ein bisschen fokussieren auf das, was man jeden Tag macht, dass man wirklich das Beste rausholt. In jedem Spiel Punkt für Punkt schaut und dann am Schluss schaut, was er erwähnt. Jetzt auch hier in Bern dürfen wir das genießen. Das ist sicher mal der erste Weg zu der EM und Rio, den Schweizer Meistertitel abzuhaken. Du bist Bernerin. Wie ist es hier in deinem Heimturnier oder bei deinem Heimturnier von Heimpublikum zu spielen? Sehr schön. Also, es ist mega cool, wenn ich das Publikum schaue. Ich sehe überall Gesichter, die ich kenne. ja. Freunde, Familie, wirklich. Also, alle da und ich spiele so nach dem Match und zwischen den Spielen ist wirklich, muss ich immer schauen, dass ich nicht zu viel gehe, schnäbern. Aber es ist wirklich sehr schön, hier zu spielen und ich hoffe, dass wir es packen für den Bitte zu haben. Wir sind gespannt, einen grossen Applaus für unsere MVP, Anu Dechsel-Depke. Most Valuable Player, präsentiert von Under Armour, belohnt der wertvollste Schweizer Spieler von dieser Saison. Und der Beachvolleyballer, der an den diversen Turnieren im Sondermass überzeugt hat, heisst das Jahr Nico Behler. Er kommt von der Indoor Bühne auf der Beachbühne. Er ist MVP geworden am Cupfinal 2014 Indoor. Jetzt wird er MVP im Beachvolleyball. Er hat am Open in Luzern mit seinem Partner, dem Alexeistrasser, den sehr guten vierten Platz erreicht. Auch ihm wird der Under Armour MVP Award überreicht durch Philipp Sachsen, direkter Beachvolleyball von Swiss Volley. Augsburger, Geschäftsführer von Swiss Volley, zusammen mit Bettina Hoffner, Rechtleiterin, Sponsorin, Foco, überreicht von Nico Behler, ein MVP, die Champagneflasche für den MVP Award 2015. Nico, gute Miene zum bösen Spiel, vor das Halbfinale äußerst knapp verloren. Entschädigt der MVP Award ein bisschen über die Niederlage hinweg? Das ist noch schwierig zu sagen, weil das ist komplett etwas anderes natürlich. Ich bin sehr, sehr gerne im Finale gestanden, weil mit dem Alex zusammen haben wir wirklich eine geniale Saison besetzt. Und, ich glaube, wir hätten es verdient gehabt, aber ja, leider klappt es nicht immer. Manchmal ist, sind ein bisschen andere. Ja, Umstände, die nicht so gut sind und dann, also man hört, ich bin wirklich im Netzwerk momentan und dann haben die anderen sicher mehr verdient im Finale zu stehen. Du hast einen unglaublich schnellen Aufstieg gemacht im Beachvolleyball, ich habe vorhin gesagt, 2014 Cupfinale im Hallenvolleyball MVP geworden und jetzt hier MVP. Wie erklärst du dir denn eben den schnellen Aufstieg? Ich denke, ich habe sehr viel Glück gehabt mit den Trainern und Mitspielern und so weiter, weil die haben mich die ganze Zeit eigentlich ja, da weitergebracht und ich habe sicher einen sehr grossen Teil von diesem Award gehört auch rein. Jetzt geht es noch, heute Abend selbstverständlich noch um Bronzemedaille. Das Ziel natürlich die Medaille und dann aberholen. Oder was sind die nächsten Ziele von Nico Behler? Ich muss leider sagen, dass wir werden vorgehen, weil körperlich geht es mir wirklich überhaupt nicht gut. Ich lag mich noch ein bisschen um mit dem Magen-Darm-Problem, das wir mitgeschleppt haben vom letzten Grenzturnier von Polen. Ja, weil ich auch nicht aber wir werden morgen schon wieder weiterfliegen auf Griechenland, den Continental Cup spielen und dann geht es weiter. Noch zwei, drei weitere wichtige Turniere. Also, Nico wird es definitiv nicht langweilig. Wir wünschen dir gute Besserung und herzliche Gratulation zum Under Armour MVP 2015.
So, jetzt bitte ich selbstverständlich MVPs und Youngster of the Years noch zu Nico her. Für das würdige Foto hier vor dem Bundeshaus bei den Swiss Volley Awards 2015. Youngster of the Year präsentiert von Go, Laura Calori, Michael Zandbergen und der Under Armour MVP, Anu Wechsedepke und Nico Pele. Unsere Preisübergeber, ebenfalls aufs Foto, Bettina Hoffner, Projektleiterin, Sponsorin bei Go, Werner Angspur, der Geschäftsführer von Swiss Volley und der Direktor Beachvolleyball beim Schweizerischen Volleyballverband Philipp Sachsen, ebenfalls neben der immens roten Stuhl der Verherrschung.